Was spricht dagegen? Es ist doch völlig klar, dass ich dann nicht mehr mit dem Motorrad unterwegs sein werde. Das wäre ja auch noch schöner. Ben hat schon ein Wohnmobil im Auge. Ein Wohnmobil? Ja, und damit schaukeln wir dann ganz entspannt von Süd nach Nordamerika. Entspannt? Ben, sag mal, hörst du dir eigentlich zu? Du redest von der Panamericana und nicht von einem Wochenendtrip am Mittellandkanal. Ja und? Ihr passiert da Länder wie Honduras und El Salvador. Das ist hochgefährlich. Seine Idee ist gerade erst entstanden. Und deshalb bist du auf seiner Seite, oder ich was? Finde die Idee gut. Ja, und wenn du dich nicht so aufregen würdest, gäbe es die Möglichkeit, dass er dir in aller... Damit kann ich leider gerade nicht dienen. Ich rede mit ihr. Du hältst hier die Stellung. So. Guck. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie das in Frau Jansen aussieht. Kannst du bitte, weil ich... Was wird denn jetzt bei dieser Versammlung überhaupt besprochen? Ne, das wirst du gleich hören. Da seid ihr endlich. Hey. Ja, ich habe aber nicht ewig Zeit. Ich kann meine Mittagspause nicht überziehen. Nee, und ich muss mir Gedanken machen über die Projektarbeit, die uns die Berufsschule aufgebrummt hat. Leute, ich habe ein Problem. Ich brauche eure Hilfe. Das muss ein ziemlich großes Problem sein, wenn du halb Lüneburg aufgescheucht hast. Nee, ihr wisst doch, mein Auto steht noch in der Werkstatt. Ja, ich brauche jemanden, der zum Großmarkt fährt. Ich brauche Aushilfen. Aushilfen? Ja, ich stehe doch nicht alleine die ganze Zeit in meiner Wurstbude. Also. Du machst die Bude wieder auf? Ich wusste gar nicht, dass du vernünftig geworden bist. Natürlich helfen wir dir, wenn Adolf Wurst wieder in Lüneburg geht. Aber nicht auf Dauer, das ist klar. Ja, wir wissen, dass wir dich nicht halten. Also, ihr seid dabei? Ja, ich freue mich schon auf meine erste Schicht. Und ich mich auf deine Wurst. Ich habe schon zwei Jobs, ja? Also, ich kann nicht noch eine Schicht übernehmen. Ich komm zum Essen. Ich hatte übrigens recht. Ich wusste, dass etwas faul ist an dieser Ehrenbürgerschaft von Podersdorf. Und zwar? Meine Mutter und Ferdi wollten mich weichklopfen, um anschließend eine Städtepartnerschaft zwischen Lüneburg und Podersdorf einzufädeln. Aber was treibt denn deine Mutter und Herrn Hofleitner dazu? Naja, da fragst du was. Ich war so sauer auf meine Mutter, dass ich gar nicht mehr nachgehakt habe. Sie hat es also zugegeben? Als sie mit dem Rücken zur Wand stand, ja. Kann es sein, dass dich etwas ganz anderes auf die Palme bringt? Was meinst du denn? Dass sie dich nämlich mit ihrer Methode fast eingewickelt hätte. Wasser? Ja, gern. Trotzdem wüsste ich gern, was meine Mutter und Ferdi sich von dieser Partnerschaft versprechen. Ja, aber müssen solche Städte nicht immer irgendeinen gemeinsamen Nenner haben als Begründung für die Städtepartnerschaft? Ja, eben. Sei es Namensgleichheit, historische Parallelen, persönliche Beziehungen etc. Aber Podersdorf und Lüneburg können damit nicht dienen. Ja, allein schon die Einwohnerzahl geht diametral auseinander. Podersdorf hat 2000 Einwohner, Lüneburg fast 74.000. Also dieses Podersdorf ist wirklich ein Dorf. Ja, vor diesem Hintergrund würden mich die Beweggründe natürlich wahnsinnig interessieren. Du, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bleib dran. Ben ist doch kein Idiot, der weiß, was er tut. Von Feuerland bis nach Alaska mit einer Fünfjährigen. Ja, bei guter Planung ist das kein Problem. Vielleicht für einen Erwachsenen. Gerade Kindern bietet Reisen einen ganz neuen Blick auf die Welt. Ja, schön, dann können wir doch einfach einen Wochenendtrip machen, oder? Hm. Und wer war monatelang mit Lilly in New York? Das ist doch was ganz anderes. Wir haben doch nicht im Central Park kampiert. Und das wäre wahrscheinlich noch ungefährlicher gewesen. Mensch, wir hatten da ein geregeltes Leben, Lasse. Okay. Das wird es auf Bens Tour mit Sicherheit nicht sein. Aber es wird spannend. Und sie ist die ganze Zeit in der Obhut ihres Vaters. Und diese Obhut ist begrenzt. Die ganze Tour ist doch auch Neuland für Ben. Ich kenne fast alle Länder auf dieser Route. Ich bin dort immer wieder Touristen mit Kindern begegnet. Ach so, ja dann. Was rege ich mich auf? Gibt's ja noch Hoffnung für Lilly. Ben geht kein Risiko ein. Erst recht nicht, wenn seine Tochter dabei ist. Das ganze Unterfangen ist ein einziges Risiko. Okay, und dann lästerst du ab über diese Helikopterfraktion in der Kita. Das willst du jetzt nicht allen Ernstes vergleichen. Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihr Kind mit Schwimmflügeln ins Wasser geht. Oder ich, die ich mir Sorgen mache um Lilly, weil sie irgendwo in Mittelamerika rumschwirrt. Inzwischen glaube ich, es geht dir viel eher um die 3 Monate. Du willst sie einfach nicht so lange von deiner Tochter trennen. Natürlich will ich mich nicht so lange von ihr trennen, das ist doch ganz normal. Aber darum geht's doch hier überhaupt nicht. Deine Argumentation ist so bescheuert. Ich muss gleich zum Dienst, ich brauche Ruhe.
Das Auto war eigentlich zum Schluss nur noch ein Wrack, sozusagen eine Werkstatt-Suchmaschine mit Autopilot. Zuletzt waren es die Bremsen. Wenn das mal nicht an Ihrem Fahrstil lag. Hm. Wir sind den ganzen Weg von Irland bis hierher mit kaputten Bremsen gefahren? Nein, natürlich nicht. Die waren schon wieder in Ordnung. Es war der Katalysator. Also, ich finde, Art of Wurst gehört nach Lüneburg. Und zwar auf den Stammplatz vor Biomedtons, oder was meint ihr? Klar, und ich bin dabei. Und in puncto Auto und Großmarkt, da werde ich mit Erika reden. Ich rufe sie auf La Gomera an. Tja, du siehst, deine alte Curry-Mayo-Connection steht hinter dir wie ein Mann und ich übernehme die erste Schicht. Ist notiert. Ich dachte, du musst diese Projektarbeit für die Berufsschule machen. Ja, Flexibilität und scharfes Timing sind das Schlüsselwort. Theo, also wenn ich nicht so viel... Ist okay, du hast zwei Jobs. Alles ich gut. Auch, gerne rein Berufsschule. Aber wenn ich Zeit habe, dann helfe ich gern. Na dann, let's go Art of Wurst. Also mit diesem Vorvertrag bekommt die Sache jetzt Hand und Fuß. Wenn man will, kann man noch das eine oder andere verändern. Was ist denn das hier für eine Linie? Das war ursprünglich die Einliegerwohnung, die ich geplant hatte. Ursprünglich? Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ich bleibe doch in meiner alten Wohnung. Na klar, wie du meinst. Ich weiß das sehr zu schätzen, die Idee, das Haus doch zu kaufen. Weißt du, seit der Schwangerschaft und vor allem seit dem Überfall bin ich irgendwie ängstlicher geworden. Es ist schön zu wissen, dass du in der Nähe bist, falls was ist. Das bin ich aber auch, wenn ich in der alten Wohnung bin. Also machen wir Nägel mit Köpfen? Ja. Entschuldige mich. Nora, warte mal kurz. Nora, kann ich dich kurz sprechen? Unterschreibst du gerade den Kaufvertrag für euer neues Haus? Nora, du weißt, dass ich das Haus nur kaufe, damit Madeleine und das Kind ein ordentliches Zuhause haben. Ich werde da nur Gast sein. Dann solltest du die Hauseigentümerin ins Spiel nicht warten lassen. Gehen wir nachher noch was essen? Sieht schlecht aus. Ich habe ganz, ganz viel Arbeit. Sehen. Ah, Tom! Thomas, ich wollte gleich zum Crossradtraining für das Anwaltsrennen. Hast du Lust mitzutrainieren? Suchst du jemanden, der langsamer ist als du, damit du dir schneller vorkommst? Ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Würde dir vielleicht auch ganz gut tun. Oh, ich laufe lieber. Hallo, Herr Jansen. Gut, dass ich Sie treffe. Herr Lüder, was kann ich für Sie tun? Theo hat seine Konzession wieder aktivieren lassen. Und wo genau muss ich jetzt hin, um sie abzuholen? Theo konnte mir das nicht sagen. Theo will seine Wurstbude wieder aufmachen? An wen soll ich mich Ihrer Meinung nach wenden? Also normalerweise kümmert sich Herr Schneider darum. Aber sagen Sie mal, waren Sie schon bei der Polizei wegen dieser unschönen Maskengeschichte? Der Termin ist heute Abend. Den Sie hoffentlich mit anwaltlicher Unterstützung wahrnehmen. Der ehemalige Anwalt meines Vertrauens und ich ziehen in dieser Sache leider nicht an einem Strang. Aber trotzdem brauchen Sie Beratung. Oder wollen Sie sich selbst vertreten? Was ziemlich unklug wäre. Die Erstaussage bei der Polizei geht direkt an den zuständigen Richter und hat somit großes Gewicht. Ein Solo-Auftritt könnte deshalb ziemlich leicht nach hinten losgehen. Also mit Solo-Auftritten hatte ich zu Rainy Birds Zeiten große Erfolge. Und ich weiß, dass ich in dieser Sache unschuldig bin. Also wo ist das Problem? Sie werden sich eine blutige Nase holen. Da kennen Sie mich und meine Nase schlecht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es ist auch schön, wieder zu Hause zu sein. Was schätzt du? Wie viele Stunden haben wir als Kleinfamilie außerhalb Lüneburgs verbracht? Oh, hat jemand gerufen? Wir sind wieder da. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum ihr schon wieder zurück seid. Naja, Kasper scheint eine Reisemuffel zu sein. Hinter Parchen war endgültig Schluss. Er hat uns die Ohren vollgeheult, das glaubst du nicht. Was machst du denn für Sachen, kleiner Mann? Ach, du schuldest mir übrigens noch eine Antwort. Wegen der Kosten für unseren Hausbau. Ich bestehe auf 50-50. Warum? Durch den Monatsverkauf stehen mir 600.000 Euro zur Verfügung. Warum nehmen wir die nicht? Bis das Haus fertig ist, ist dein Bausparvertrag längst fällig. Haha.
Ich find's eben besser, wenn die Hälfte des Hauses mir gehört und nicht alles dir allein. Ja, die Geschäftsfrau. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum ihr so schnell zurück seid. Weil Kaspar nicht mehr aufgehört hat zu schreien. Da waren uns die Events plötzlich egal. Wir wollten nur noch nach Hause. Ich weiß nicht, was er hatte. Ich habe ihn unterwegs zweimal gewickelt und gefüttert. Vielleicht wieder Koliken? Nein, das glaube ich nicht. Diese Phase ist vorbei. Es muss irgendetwas anderes sein. Aber was denn, Inge? Das ist ja nicht erst seit gestern so. Oder? Eins, zwei und drei! So, so, eins ist oben. Ja. Sehr gut. Einmal. So. So, rein mit dir. Soll ich dir was sagen? Ich liebe diese Aussicht. Ich hab doch gesagt, du gehörst nach Lüneburg. Ich hab die Konzession. Herr Lüder, na, wer sagt's denn? Sie sind eben der Größte. Fällt euch was auf, Jungs? Der Lüneburger Wurstfreund nimmt schon Witterung auf. Ja, so soll's sein. Ja. Also pass auf unserer Agenda steht jetzt Großmarkt, Henry Spezialmajo, die Schürzen aus der Wäscherei abholen und kleine Flyerrunde durch die Stadt. Also zum Großmarkt kann ich fahren. Das mit dem Auto habe ich bereits mit Erika besprochen. Ich übernehme die erste Schicht am Grill. Die Mayo mixen kann ich erst, wenn Herr Lüder aus dem Großmarkt zurück ist. Obwohl... Was gibt's denn? Ja, ich müsste mich eigentlich auf meinen Termin mit der Polizei noch vorbereiten. Ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Wir kaufen einfach alles um die Ecke ein heute. Okay, aber ab morgen, da stehe ich ganz im Dienste von Art of Wurst. Von mir aus auch täglich, versprochen. Also wenn das jetzt eine Bewerbung sein soll, ich stelle sie auch ganz offiziell ein. Ja, warum nicht? Vielleicht bin ich ja ab morgen schon vorbestraft und dann nimmt mich sowieso dann keiner mehr. Also, willkommen an Bord. Ja, aye aye, Captain. Obwohl, also die Sache mit dem Großmarkt, die kann ich ja noch schnell machen. Ach, das wäre klasse. Ja. Dr. Gruber, bitte. Britta, wir müssen reden. Warum sträubst du dich so gegen meine Reise mit Lilly? Das habe ich dir doch schon erklärt, Ben. Ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten. 5 Minuten? Okay. Deine Einwände gegen die Strecke sind vielleicht nicht ganz unberechtigt. Ja? Und daher habe ich die Tour ein bisschen entschärft. Wir reden immer noch von Süd- und Mittelamerika. Ja, sicher. Aber gerade was El Salvador angeht. Nein. Oder Honduras, Ben, zum nein. Beispiel. Aber was denn? Das waren doch deine größten Kritikpunkte. Du kannst die Tour ja gerne machen, aber ohne Lilly. Ach. Und als wir die Panamerikaner damals gemeinsam geplant haben und Lilly mitnehmen wollten, da war es kein Problem. Das war doch eine ganz andere Situation. Na klar, die Antwort musste ja kommen. Ich hätte mit dir damals jede Reise gemacht, nur um unsere Ehe zu retten. Was ja auch wunderbar funktioniert hat. Musst du jetzt mit den alten Kamellen kommen? Ich habe es damals hingenommen, als du mit Lilly nach New York gegangen bist, für ein Jahr. Und jetzt geht es lediglich um drei Monate. Lilly war bei mir sicher. Und bei mir ist sie in Gefahr. Das habe ich so nicht gemeint. Dann erklär mir bitte schön... Erklär mir bitte schön, worin der Unterschied liegt. Ben, ich muss du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie Lilly auch nur ansatzweise der geringsten Gefahr aussetzen ich würde. Ich muss jetzt zu meinen Patienten. Ja? Thomas, können wir nicht noch mal ganz in Ruhe über diese Städtepartnerschaft sprechen. Übrigens, Mama, es tut mir leid, dass ich dich nach dem Gespräch mit Ferdi so angefahren habe. Aber es hat mich einfach gefuchst, dass du mich austricksen wolltest. Ja. Warum bist du nicht direkt auf den Punkt gekommen? Ich habe mir doch schon gedacht, dass dir diese ganze Geschichte nicht gefallen wird. Aber weißt du, für Ferdi ist diese Städtepartnerschaft so wichtig und damit natürlich auch für mich. Ja, und deshalb hast du es von hinten durch die Brust ins Auge versucht, hm? Also, wenn's klappt, dann nennt man das Diplomatie. Was ist denn an dieser Städtepartnerschaft so wichtig? Das Förderprogramm Europa für Bürgerinnen und Bürger, das sagt dir doch was. Stärkung der Unionsbürgerschaft auf transnationaler Ebene. Aktuelle Laufzeit 2014 bis 2020. Ja, wunderbar. Stimmt. Guck mal, Ferdi hat doch die Wahl zum Bürgermeister nur gewonnen, weil er Gelder aus der Förderung für eine Städtepartnerschaft in Aussicht gestellt hat. Ah, ist aber mutig. Ja, das haben wir inzwischen auch bemerkt. Und so bin ich auf Lüneburg gekommen. Und dein Sohn soll jetzt der Türöffner sein. Thomas.
Wäre das so schlimm? Hm? Mama, selbst wenn Podersdorf als Partner zur Verfügung stehen würde, es geht, dies tut mir leid. Warum denn nicht? Weil wir schon mit Sundsvall im Gespräch sind. Eine Hafenstadt an der Ostküste Schwedens. Abgesehen davon haben die auch eine Universität, genauso wie Lüneburg. Also dann sucht Lüneburg generell Städtepartnerschaften. Sofern sie zum Profil passen und beide Partner voneinander profitieren können, was bei Podersdorf absolut nicht der Fall ist. Dabei ist Podersdorf so zauberhaft. Ich würde dir und Ferdi wirklich gerne helfen, aber nicht auf Kosten der Steuerzahler. Hallo, Frau Franke. Hi. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ich bin ja als Patientin hier. Ach so. Gleich wird verkündet, wer gewonnen hat. Gewonnen? Die Ausschreibung. Das Kulturprogramm für das onkologische Zentrum. Das Kulturprogramm, richtig. Ein Konzept will den Brückenschlag zwischen alt und jung, zwischen drinnen und draußen. Kunst als Vehikel für sämtliche Lebenslagen. Das klingt aber spannend, da drücke ich Ihnen die Daumen. Sie sind bestimmt schon ganz aufgeregt. Ja, eigentlich nicht. Och, ist ja was los heute, hm? Das geht sogar noch. Sie hätten mal gestern um die Zeit hier sein müssen. Ja, aber Land unter. Entschuldigung, jetzt muss ich wirklich. Na klar. Wer hat den Drainageschnitt gemacht? Ich gab keine Alternative. Sie hat eine akute Dyspnoe, wer beinahe erstickt. Sonstige Verletzungen? Stumpfes Thoraxtrauma vom Aufprall auf die Ladentheke. Sie haben Frau Liskam das Leben gerettet. Woher können Sie das, was Sie gemacht haben? Ist das Radio oder macht unser Gärtnereinachwuchs immer so einen Aufstand? Kaspar ist eigentlich ein ganz ruhiger. Mm. Aber in den letzten Tagen macht er auf Sirene. Ja, kräftige Stübchen. Mhm. Bingo. Ah. Hab ihn. Danke, unsere gute Erika konnte sich partout nicht erinnern, wo sie ihren Autoschlüssel deponiert hat. Haben Sie sich eigentlich schon wieder mit Herrn Lichtenhagen versöhnt? Also, ich habe einen Fehler begangen und habe mich entschuldigt, aber das ist ihm offenbar nicht genug. Aber kleiner kann und werde ich mich nicht machen. Aber ich dachte, Sie zwei sind Freunde. Auch da gibt es eine Schmerzgrenze. Und was ist mit Ihrer Aussage bei der Polizei? Was soll damit sein? Meinen Sie denn nicht, dass Herr Lichtenhagen Ihnen eventuell behilflich sein könnte? Ach, fangen Sie jetzt auch damit an. Herr Jansen wollte mich schon bequatschen. Sowas hat man früher ohne Anwalt gemacht. Danke für den Schlüssel. Frau Jansen. Hallo. Hallo. Sagen Sie, sind das Sorgen oder Denkfalten? Sowohl als auch. So schlimm. Mein eigener Sohn will Ferdi und mir nicht helfen. Da hilft natürlich nur Frustshopping. Naja, manchmal schon. Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn wir beide einfach jetzt den Joint... Haben Sie den dabei? Na ja, natürlich. Hier, besser Sie bewahren ihn auf für später. Gut, okay, ich muss nur noch kurz die Eröffnung meiner Wurstbude organisieren, aber dann komme ich vorbei und... Wir trinken eine schöne Tasse Tee und Sie melden sich, sobald Sie soweit sind, stecken Sie ihn weg. Da ist Thomas, nicht, dass er ihn sieht. Ja. Thomas. Ich glaube, du hast geahnt, dass ich hier bin. Ja. Ja, ich bin leider weg. Man sieht sich. Bis dann. Ciao. Mama, ich finde es nicht gut, dass wir uns streiten, wo wir uns so selten sehen. Das finde ich auch. Weißt du, die Podersdorfer sind mir so ans Herz gewachsen. Und sie hätten diese EU-Fördergelder wirklich verdient. Mama, ich würde Ferdi und dir... diesen Gefallen gerne tun, ja. Aber in diesem Fall, mit dieser Städtepartnerschaft, da sind mir die Hände gebunden. Verstehe. Kann ich etwas anderes für euch tun, das Ferdi und dir wirklich eine Freude macht?
Ich habe hier einen gebrauchten Laptop für die Familie Adar. Wie würdest du ihn mir bitte zur Post bringen? Weißt du die, von denen ich dir erzählt habe? Ja, eure Syrer aus Damaskus. Ja, die wohnen ja jetzt bei uns in Podersdorf. Ich wäre dir sehr verbunden. Hm? So war mein Angebot eigentlich weniger gemeint, aber ich bringe das auf den Weg. Und jetzt trinken wir erstmal eine schöne Tasse Darjeeling zusammen, ja? Einverstanden, ja. Hallo, Frau Dr. Berger. Hallo, Frau Franke. Na? Wer hat das Rennen für das Kulturprogramm im Onkologischen Zentrum gemacht? Sie, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, offensichtlich hat mein Konzept bei Professor Riedel voll ins Schwarze getroffen. Aber sagen Sie mal, an Ihrer Siegerlaune müssen Sie aber noch ein bisschen arbeiten. Ja, ich habe zu viel Privatkram am Hals. Ich hoffe, das Projekt bringt mich auf andere Gedanken. Entschuldigung. Na klar. Frau Franke. Ja? Hätten Sie Ihre Tochter im Kindergartenalter auf eine Reise durch Süd- und Mittelamerika geschickt? Oh, das ist ja mal ein Kulturprogramm ganz anderer Art. Die Panamerikaner. Seit Jahren Bens Traum, jetzt will er ihn verwirklichen. Möchte Lili gerne mitnehmen und ich soll dafür grünes Licht geben. Naja, ich finde das eigentlich eine schöne Idee. Ja? Ja, also es hängt immer von den Umständen ab. Ist Ihr Ex-Mann denn eher so ein Draufgänger-Typ? Also nicht, wenn es um Lili geht, da ist er sehr fürsorglich. Verstehe. Naja, und was das Reiseziel angeht? Soweit ich mich erinnere, durchquert man ja bei der Panamerikaner etliche Länder. Mhm. Ja, und die sind vom Sicherheitsfaktor aus nicht alle in einen Topf zu werfen. Also zum Beispiel Peru, Chile, Argentinien. Och, da will ich mir gar keinen Kopf machen. Ja, das stimmt, da gibt's Unterschiede, klar. Ich habe mich früher immer gefragt, bin ich viel zu ängstlich, was er da angeht? Weil manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin eine richtige Glucke. Naja, vielleicht lag das auch daran, dass ich alleinerziehend war. Ich hatte überhaupt niemanden, der mir da mal abgenommen hat. Und Urlaub, mehr als 3 Wochen waren da nicht drin. Wissen Sie was? Ich glaube, dass Kinder generell von Reisen profitieren. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich denke nochmal drüber nach. Ich danke Ihnen sehr. Na klar. Tschüss. Tschüss. Oh, hallo. Hallo. Danke. Oh, Blatter, gut, dass du da bist. Hast du einen Moment? Wir bräuchten mal deinen Rat. Ja, bestimmt nicht mit ihm. Jetzt ist er gerade ruhig, aber ansonsten schreit er und will nicht aufhören. Okay, ich guck mir den Kleinen mal an. Danke. Danke. Ja. Grüßen Sie Theo lieb von mir. Mach ich. Wann haben Sie denn Ihren Termin bei der Polizei? Nachher. Und aufgeregt? Ah, das wird schon schief gehen. Bei mündlichen Prüfungen konnte ich immer ganz gut improvisieren. Bei diesem Polizeibesuch geht's aber nicht um gute Noten. Na, ich werde mir nachher noch ein paar Stichwörter aufschreiben. Aber jetzt muss ich erst Matteo helfen. Vielleicht hilft Ihnen das ja bei Ihrer Selbstverteidigung. Jura für Nicht-Experten. Ja, habe ich mir mal besorgt, als ich wegen eines illegalen Downloads angezeigt wurde. Ja. Vielleicht ziehe ich das einfach so durch, ohne mir vorher was zu drechseln. Hm? Was genau wollen Sie bei der Vernehmung denn sagen? Hohes Gericht! Warum? Moment, da sitzen jetzt nur Polizisten. Das ist doch egal. Es geht doch nur um eine grobe Verteidigungslinie, ja? Okay. Warum bin ich, Hannes Lüder, unschuldig? Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen war mir bis dato unbekannt. Moment. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das weiß ich seit dieser Download. Also könnte ich vielleicht 2 Gedanken am Stück ausführen? Entschuldigung. Ebenholz. Schlangenhaut von bereits toten Tieren. Eine gute Absicht. Vielleicht noch ein paar Worte über Ruanda und dem Projekt Schilfrohrkläranlage. Der Verkauf jeder einzelnen Maske diente dazu, eine ökologisch nachhaltige Wasseraufbereitung zu finanzieren. So, in etwa wird es laufen. So. Und die Rechnung für die Schürzen geht an Lichtenhagen Junior. Wiedersehen. Tschüss.
Können Sie Ihren Streit nicht beilegen und das ganze Missverständnis bei der Polizei aufklären, bitte? Dieses Missverständnis ist ein Verstoß gegen das Artenschutzübereinkommen und kann ihm bis zu 50.000 Euro Geldstrafe oder 1 bis 2 Jahre Haft einbringen. Autsch. Ja. Sagen Sie, will er sich so verteidigen? Ich befürchte ja. Oh Gott. Bügeln? Ja, bitte. Mein Bügeleisen ist kaputt. Hey, kleiner Mann, das hast du ganz toll gemacht. Und, wie sieht's aus? Es ist alles in Ordnung. Wie bitte? Und seine Schreiattacken in den letzten Tagen? Euer Sohn hat Appetit. Nein, das kann nicht sein. Vor nicht mal einer Stunde hat er sein letztes Fläschchen bekommen. Ja, ich rede nicht von der Nahrungsmenge, sondern von der Konsistenz. Ach, du glaubst, Kaspar braucht schon Brei? Die ersten 4 Monate reift der Darm, aber danach kann man durchaus mit fester Nahrung beginnen. Oh, das wollte euch die ganze Zeit sagen. Hätte mir selber drauf kommen können. Ja, allerdings. Ne? Hey, kleiner Mann, bekommst du heute deinen ersten Brei. Und zwar vom Feinsten. Ich habe für Lili am Anfang immer Karotte und Kartoffel gemacht. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Berger. Gerne. Ja, da bin ich gespannt auf die erste Raubtierfütterung. Ja, und ich mache mich gleich auf den Weg, Brei kaufen. Wie bitte? Den mache ich ja wohl selbst. Was denkst du denn? Ach so, ich habe übrigens von euren konkreten Hausbauplänen gehört. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ist eine Entscheidung, die ich hoffentlich nie bereuen werde. Ach, mach dir keine Sorgen. Wenn du weiter auf dem Modell Öko-Baumhaus bestehst, dann wird's auch bei Plänen bleiben. Ach so, und deine quadratisch pflegeleichte Würfelphilosophie ist überzeugender? Ja. So konkret sind die Pläne wohl doch noch nicht. Tschüss. Okay, ich erzähle dir was zum Thema Kuvus, ja? Wir. Und das ist Tayo? Ja. Der dich heute Morgen im Hamburger Hafen angesprochen hat? Genau. Damals noch eine kleine Rotznase mit Zahnlücke und kurzen, zerrissenen Hosen. Und heute 2. nautischer Offizier auf einem fetten Containerschiff. Wow. Ja. Und die 5 anderen Kinder? Da sind wir leider gar nicht mehr dazu gekommen. Ich weiß nicht, was aus denen geworden ist. Ich habe sie aber alle porträtiert damals. Die Waisenhausanlage sieht bescheiden aus. Ja. Ja, die war in einem richtig schlechten Zustand. Ganz anders als heute, nach dem, was Tayo erzählt. Oh, schön. Ja. Dann haben die Leute vor Ort gute Arbeit geleistet, hm? Absolut. Leider wird über solche Erfolgsgeschichten viel zu wenig berichtet. Der schwarze Kontinent als pauschales Elendsdrama verkauft sich offensichtlich viel besser. Hey, wie dich das Thema mitreißt. Das steht dir gut. Das Treffen mit Tayo war toll. Aber was? Die Vergangenheit hat mich eingeholt. Wie ein Zeichen, dass ich wieder fotografieren soll. Oh, schön. Hey, Glückwunsch. Und bei dir? Bei mir? Ich wünschte, ich könnte das Gleiche von meiner Kulturarbeit sagen. Was läuft schief? Nichts. Aber? Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, dass ich ein neues Kapitel aufschlag. Obwohl dein Kulturbüro so gut läuft. Die Lüneburger Frühlingstage, das Rathaus und jetzt hast du sogar den Kulturauftrag fürs Krankenhaus eingesackt. Ja, 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 ich bin ja auch stolz. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie will Arthur sein Kind in Genf aufziehen und gleichzeitig mit mir hier in Lüneburg leben? Du kennst dein logistisches Talent besser als ich. Der Mann hat einen 12-Stunden-Tag. Wie will er das schaffen? Das Haus in Genf mit der Ex und dem Kind? Wie viel Zeit sollen da für mich abfallen? Genau so viel, wie du einforderst. Oh, die chronisch schlecht gelaunte Freundin mit der Stoppuhr in der Hand. Nee, 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 nee. Nee, den Part lasse ich mir nicht aufdrücken. Gut. Aber was willst du dann? Weiß ich nicht. Mit Arthur glücklich sein? Schneller ging's leider nicht. Kein Problem, ich hab sie ja damit überfallen. Ich schreib's an. Ah, oder so. Danke. Na, ist die Karla aus dem Haus, gehen dem Herrn die Hemden aus. Bin ich froh, dass du dein Geld mit Currywurst und nicht mit Lyrik verdienst. Apropos, sind die Schürzen für meine Bude schon fertig? Hat Herr Lüder schon abgeholt. Ach so, ja, dann hat unsere innerbetriebliche Kommunikation offenbar noch Optimierungsbedarf. Ach, apropos, wenn du ihn triffst, ja, sag ihm bitte, er soll nicht ohne Anwalt zur Polizei gehen. Ich hab dich schon mal gefragt, ich frag dich noch mal, warum vertrittst du ihn nicht? Weil er nicht will. Das sehe ich aber anders.
das Verhältnis Anwalt-Mandant. Ach komm, jetzt lass stecken. Du weißt, dass er eine Bauchlandung machen wird. Warum beschützt du ihn nicht? Ich finde, Theo hat recht. Auch wenn sie gerade über Kreuz liegen. Aber gute Freunde lässt man nicht im Stich. Das ist jetzt der neue Service hier? Zusätzlich zu gebügelten Hemden gibt's noch Lebensberatung gratis. Also. Ich hätte mich nicht erwischen sollen. Der kriegt sich schon wieder ein. Da habt ihr Rabeneltern meinen Lieblingsneffen also fast verhungern lassen. Zumindest war das aus Kaspers Sicht zum Ende hin eher Schmalkost. Tja, und wie nennst du das da? Das nenne ich die perfekte Mayonnaise. Hervorragend. Sag mal, läuft's in der Berufsschule auch so gut bei dir wie am Herd? Kann nicht meckern, wo jetzt auch noch die Projektarbeit ansteht. Hm. Zu welchem Thema? Gute Frage. Irgendwas Praktisches. Geschäftliche Selbstständigkeit. Gastronomie als betriebswirtschaftliches Unternehmen. Keine Ahnung, was Sie damit meinen. Ich habe mich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Weil? Weil ich Theo an der Wurstbude aushelfen muss. Womit wir dein Thema hätten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, natürlich. Arbeitstitel: Die Würstchenbude als Mikrokosmos betriebswirtschaftlicher Abläufe. Ein Praxisbericht. Hm? Eine Wurstbude? Ey, das akzeptieren die doch nicht. Das Problem gehen wir als nächstes an. Oh, hallo. Hallo. Ist das ein Pausendrink im Rahmen der Vorbereitung für das Lüneburger Frühlingsfest? Ja, ganz genau. Deswegen muss ich jetzt auch gleich wieder zurück an meinen Schreibtisch, Herr Jansen. Ich melde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen, ja? Ich bin schon sehr gespannt. Was wird das? Das Paket muss umgehend nach Podersdorf befördert werden. Thomas, seit wann ist mein Kiosk keine Paketstation mehr? Ach so, ja. Jetzt, wo du es sagst. Gut, muss ich eben selbst zur Post. Ich mach das schon. Muss sowieso Briefmarken kaufen. Ist ein wahrer Freund. Ist auch eher ein Botengang für meine Mutter. Ich will bei ihr ein bisschen punkten. Deine Mutter ist ein Phänomen. Ich kenne niemanden, der cleverer delegiert als sie. Ja, und es obendrein noch als großzügige Geste verkauft. Stimmt. Mich hat sie auch versucht zu überreden, alte Kleider von ihr zu fotografieren. Ich habe keine Ahnung, wofür sie die Aufnahmen braucht. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich kann mich drauf verlassen. Ich will doch keinen Ärger mit deiner Mutter. Danke. Thomas? Vorschlag. Ach, du kommst mit auf die Panamerikaner. Aber du kannst dich bei dem Fundus meiner Patagonienreise bedienen, die ich ja nie gemacht habe. Es spart Geld. Leih dir einfach aus, was du brauchen kannst, okay? Ja, danke. Komm ich gerne drauf zurück. Britta hat mir vorhin geschrieben, dass sie noch mal bei mir vorbeikommen will. Ja, siehst du? Vielleicht bewegt sich was und du kannst Lilly doch mitnehmen. Sehe ich nicht. In dem Punkt ist sie so flexibel wie ein Sack Zement. Naja, so oder so. Ich werde mich trotzdem weiter auf die Reise vorbereiten. Also, muss los. Ja. Ciao. Herr Burgstedt, wohnen Sie jetzt wieder hier im Hotel? Ja. Nora und ich, wir haben uns eine Beziehungsauszeit verordnet. Die ganze Situation um Madeleines Schwangerschaft, das wurde ihr ein bisschen zu viel. Das überrascht mich nicht. Ja, ja, ich weiß, Sie hatten das prophezeit. Und jetzt bin ich natürlich genau da, wo ich eigentlich nicht sein wollte, zwischen zwei Frauen, obwohl ich mich eigentlich rückhaltlos für Nora entschieden habe. Und gleichzeitig wollen Sie Ihrer Vaterrolle gerecht werden. Ich will mich ja nicht wiederholen, aber das habe ich mir gedacht. Ja. Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie so wollen, bin ich ein menschliches Teilchenmodell, das in seiner Kohärenz etwas unruhig ist und bei dem sich Nora als Satellit fühlt. Klingt schwierig. Schwierig, aber nicht unlösbar. Es wird sich einspielen. Und irgendwann werden wir in derselben Umlaufbahn sein. Hm.
Schönen Tag noch. Ja, ja. Hallo. Hallo. Oh, wie schön, dass du mich besuchst. Frau van Loon meinte spontan, ich hätte Feierabend. Und da dachte ich mir, warum besuche ich nicht meine Mutter? Oh, wie lecker. Ist der Roman Recherche? Oder schmökerst du heimlich während deiner Arbeitszeit? Ach, ich krieg heute irgendwie nicht den Dreh fürs Kulturprogramm. Wegen Arthur und Madeleine. Ist auch Lasses Diagnose. Aber es liegt nicht nur an den beiden, oder? Du hast bei deiner Arbeit Riesenerfolg. Wieso freust du dich nicht darüber? Wenn ich das wüsste. Es langweilt mich fast ein bisschen. Ich dachte, Kunst und Literatur ist dir sehr wichtig. Ja, ja, ja. Hat mir auch immer Spaß gemacht, aber jetzt. Ich habe das Gefühl, dass mein Leben wieder mal aus den Fugen gerät. Und genau wie damals habe ich das Gefühl, dass ich mein Glück mit Arthur nicht festhalten kann. Vielleicht musst du einfach mal durchatmen, auf andere Gedanken kommen. Komm, schnapp dir deinen Bus und dreh eine Runde. Das hat dir doch sonst auch immer geholfen. Wie schön, dass ich so eine kluge und erwachsene Tochter habe. So. Und vor einer Stunde will ich dich hier gar nicht erst sehen. Hallo. Hallo. Und vielen Dank. Super. Bitte. Herr Lüder. Ja? Wir sollten uns mal unterhalten. Ihre beabsichtigte Aussage bei der Polizei kann Sie ganz schön in die Bredouille bringen. Also brauchen Sie einen Anwalt. Also privat herrscht zwischen uns Funkstille. Aber juristischen Beistand wollen Sie mir geben? Naja. Nein, danke. Können wir diesen leidigen Zwist nicht hier und jetzt begraben? Ja. Auf einmal. Als ich mich bei Ihnen entschuldigt habe, haben Sie mir die kalte Schulter gezeigt. Sie haben geglaubt, ich hätte Sie angezeigt. Egal. Ich kriege das auch alleine hin. Meine Strategie, sämtliche Tricks aus amerikanischen Gerichtsfilmen. Naja, der Einkaufszettel für Theo. Ein Trick. Spaßvogel, ne? Ja, ich habe nichts dagegen, wenn ich diesen ganzen Paragraphenkram wieder an Sie abgeben darf. Na, endlich. Also, Frieden. Frieden. Aber ich bin gespannt, ob ich es zeitlich schaffe. Besser wäre es schon, wenn ich Kaspars Brei immer selbst zubereiten könnte. Also, da kann ich dir nur einen Tipp geben. Keine rote Beete, die Flecke kriegst du nie wieder raus. Gell, Udo? Bitte? Entschuldige, Anna hat mir einen Link geschickt, den ich nicht öffnen kann. Könnte was wegen meiner Reise sein. Nee, hier im Wald kein Empfang. Ja, es soll Leute geben, die genau deswegen in den Wald gehen. Das ist doch Frau Franke, hallo. Hallo. Frau Franke, können wir helfen? Ich glaube, da kann nur noch der Pannendienst helfen. Aber blöderweise habe ich hier kein Handyempfang. Ja, manche Leute schätzen das ja sehr. Aber Moment mal, wir können doch den Pannendienst anrufen, wenn wir wieder empfangen. Ja, genau. Daran dachte ich jetzt auch. Gut, toll. Kein Problem, dann schlage ich den kürzeren Heimweg vor. Okay, super. Tschüss, vielen bis Dank. Doch, gerne. Das kann ich doch auch selber reparieren. Mäuse im Keller? Darf ich? Ja,
Jansen, ein Taxi bitte. Nein, wir brauchen einen Krankenwagen. Frau Niemann hat sich vermutlich mit dem Hunter-Virus infiziert. Sagen Sie, täusche ich mich oder hätten Sie den Kurs heute Abend auch leiten können? So, Flora Spelt ist da. Sie kriegt wieder Luft. Wieso kannst du sowas? Also, wenn wir pünktlich bei der Polizei sein wollen, sollten wir langsam mal los. Kommen Sie allein zurecht? Sie wollten zu Frau Jansen. Ja, überhaupt kein Problem. Henry ist auch bald da. Hey, ich habe jetzt doch Zeit für deine Wurst. Hey. Das kann ich machen. Du darfst Flyer verteilen. Pass auf. Okay. Bin ich hier richtig für meine 5-Sterne-Mayo? Ich weiß schon, warum ich wieder in Lüneburg bin. Her damit. Und ich, meine Damen und Herren, habe die Idee für meine Projektarbeit. Dank Volker. Eine betriebswirtschaftliche Analyse der Wurstbude, die für die Dauer meiner Arbeit als Außenstelle des Carlos operiert. Eine befristete Fusion, bei der ich optimal switchen kann. Starkes Konzept, was? Und du kannst Theo gleichzeitig helfen. Na, nicht gut? Darf ich bei deiner Wurst meinen Senf nicht dazugeben? Ist eine super Idee. Ey! Ja? Wir pushen den Umsatz bis in die Stratosphäre. Das wird das Joint Venture des Jahres. Cool, dass Frau Saravakos da mitmacht. Sie weiß noch nichts davon. Sie weiß noch nichts davon. Oh, oh, oh. Das klingt nach Überzeugungsarbeit. Ja, aber die leiste ich. Neben dem Grillen von Würsten ist das meine leichteste Übung. Danke. Weißt du, was hier alles blau ist, Lilly? Was glaubst du? Das Meer. Ja. Flüsse. Entschuldigung. Riesige. Man kann auf die ganze Welt. Fieber hat. Ja. So, Lilly wollte unbedingt den Koffer packen spielen. Das war nicht meine Idee. Lilly, malst du mir das Blumenbild zu Ende? Ja? Super kleine Maus. Ich kenne deine Meinung zu dem Thema. Aber Lilly wünscht sich diese Reise so sehr. Ja. Und vorhin hat sie mich gelöchert und gefragt, was Einwohner sind. Und ob wir das auch wären. Ist lustig, ne? Was in so einem Kindskopf Ben, alles vorgeht. Das ist du schon... kannst aufhören, die Werbetrommel zu rühren. Panamericana, Soft-Variante. Was meinst du? Du kannst Lilly mitnehmen. Von Buenos Aires bis Lima fahrt ihr zusammen mit dem Wohnmobil. Dann komme ich dazu, wir touren noch ein paar Tage zusammen rum und ich nehme Lilly dann wieder mit nach Hause. Urlaub habe ich mir schon genommen im Krankenhaus. Geht dein Plan noch weiter? Nee, ab da ist es dann dein Plan. Du kannst alleine den heiklen Teil durch Mittelamerika fahren mit deinem Motorrad. Du, das gefällt mir. Das habe ich mir gedacht. Ich glaube, du würdest es bereuen, wenn du die Panamerikaner nur mit dem Wohnmobil fährst und nicht mit deinem Bike. Das ist clever. Ich meine, dass du mir deinen Kompromiss als Highlight für Abenteurer verkaufst. Das ist verdammt gut, ne? Clever. Du. Das ist gut, das ist gut. Lilly, du darfst deinen Koffer wirklich packen. Komm mal her. Koffer packen. Los geht's. Und da fahren wir lang. Da? Ach, ich fotografiere einen Teil meiner Garderobe, um sie im Internet verkaufen zu können. Aha. Und du? Was, ich? Na, hast du dich um das Päckchen für die Familie Darby kümmern können? Ja, selbstverständlich. Sehr gut, danke, Thomas. Würdest du mir das bitte einen Moment halten? Ich glaube, das wird sehr gut. Ja, danke. Dann sind wir wieder im Reinen? Ja, ja, natürlich. Alles andere wäre doch vergeudete Zeit. Das sehe ich genauso. Ja. Schön. Also, Moment. Hallo. So. Kriegsball begraben? Ja, ja. Alles andere wäre doch wirklich zu dumm, warten Sie. Naja, jetzt, wo Sie nicht mehr frustriert sind, dann muss ich den John wohl alleine durchziehen, ha? Ja. Wo ist denn das gute Ding? Her damit. Ich hab ihn nicht, den hatten Sie zuletzt. Ja, richtig, aber ich sollte ihn ja verschwinden lassen, weil Ihr Sohn plötzlich aufgetaucht ist. Er ist in einer von den Einkaufstüten. Mal gucken wir mal. Nee. Da auch nicht?
Na, Moment. Ja. Sag mal, kann ich hier auch ein paar auslegen? Ja, klar. Danke. Hey, Mama. Hallo. Na, konntest du dich auf deiner Spritztour erholen? Ja. Auch wenn mein Bus sich auf halber Strecke mal wieder eine Panne gegönnt hat. Ach, warum wundert mich das nicht? Aber es hat auch sein Gutes. Ein Stethoskop? Ist das etwa... Meins. Damit hatte ich meinen ersten Einsatz im Krankenhaus. Ich konnte endlich als Ärztin arbeiten. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Das kann ich mir in etwa vorstellen. Ist alles anders, oder? Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wieder alles anders wird. Ich will wieder in die Medizin. Ja. Kauf denn abgelegte Zimmermädchenuniformen. Eine Horde wildgewordener junger Frauen. Scheint ein Junggesellinnenabschied zu sein. Ja, in den Zimmermädchenuniformen des Drei Könige. Das kann doch nicht der Ernst von Frau da Silva sein. Habe ich in einer Pakettüte gefunden. Der ist nicht von mir, der muss von meiner Mutter sein. Mhm. Johanna kifft? Ach, Unsinn. Was bin ich dir schuldig? 22,50. Und den Joint nimmst du deiner Mama ganz brav wieder mit. Ich will zurück in den medizinischen Bereich. Oh. Ich habe das mit Frau Hellebaum besprochen. Mhm. Und warum hast du mit mir nicht darüber gesprochen? So eine wichtige Entscheidung. Ich dachte, wir besprechen solche Sachen immer zusammen. So wie du mit mir besprochen hast, du Madeleine ein Haus kaufen sollst. Was spricht dagegen? Es ist doch völlig klar, dass ich dann nicht mehr mit dem Motorrad unterwegs sein werde. Das wäre ja auch noch schöner. Ben hat schon ein Wohnmobil im Auge. Ein Wohnmobil? Ja, und damit schaukeln wir dann ganz entspannt von Süd nach Nordamerika. Entspannt? Ben, sag mal, hörst du dir eigentlich zu? Du redest von der Panamericana und nicht von einem Wochenendtrip am Mittellandkanal. Ja und? Ihr passiert da Länder wie Honduras und El Salvador. Das ist hochgefährlich. Seine Idee ist gerade erst entstanden. Und deshalb bist du auf seiner Seite, oder ich was? Ich finde die Idee gut. Ja, und wenn du dich nicht so aufregen würdest, gäbe es die Möglichkeit, dass er dir in aller... Damit kann ich leider gerade nicht dienen. Ich rede mit ihr. Du hältst hier die Stellung. So. Guck. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie das in Frau Jansen aussieht. Kannst du bitte, weil ich... Was wird denn jetzt bei dieser Versammlung überhaupt besprochen? Ne, das wirst du gleich hören. Da seid ihr endlich. Hey. Ja, ich habe aber nicht ewig Zeit. Ich kann meine Mittagspause nicht überziehen. Nee, und ich muss mir Gedanken machen über die Projektarbeit, die uns die Berufsschule aufgebrummt hat. Leute, ich habe ein Problem. Ich brauche eure Hilfe. Das muss ein ziemlich großes Problem sein, wenn du halbe Lüneburg aufgescheucht hast. Nee, ihr wisst doch, mein Auto steht noch in der Werkstatt. Ja, ich brauche jemanden, der zum Großmarkt fährt. Ich brauche Aushilfen. Aushilfen? Nee, ich stehe doch nicht alleine die ganze Zeit in meiner Wurstbude. Also... Du machst die Bude wieder auf? Ich wusste gar nicht, dass du vernünftig geworden bist. Natürlich helfen wir dir, wenn Adolf Wurst wieder in Lüneburg geht. Aber nicht auf Dauer, das ist klar. Ja, wir wissen, dass wir dich nicht halten. Also, ihr seid dabei? Ja, ich freue mich schon auf meine erste Schicht. Und ich mich auf deine Wurst. Herr Redend, ich rufe sie auf La Gomera an. Tja, du siehst, deine alte Curry-Mayo-Connection steht hinter dir wie ein Mann und ich übernehme die erste Schicht. Ist notiert. Ich dachte, du musst diese Projektarbeit für die Berufsschule machen. Ja, Flexibilität und scharfes Timing sind das Schlüsselwort. Theo, also wenn ich nicht so viel... Ist okay, du hast zwei Jobs. Alles ich gut. Auch, Gärtnerei und Berufsschule. Aber wenn ich Zeit habe, dann helfe ich gern. Na dann, let's go Art of Wurst! Yeah! Also mit diesem Vorvertrag bekommt die Sache jetzt Hand und Fuß. Wenn man will, kann man noch das eine oder andere verändern. Was ist denn das hier für eine Linie? Das war ursprünglich die Einliegerwohnung, die ich geplant hatte. Ursprünglich? Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ich bleibe doch in meiner alten Wohnung. Na klar, wie du meinst. Ich weiß das sehr zu schätzen, die Idee, das Haus doch zu kaufen. Weißt du, seit der Schwangerschaft und... vor allem seit dem Überfall bin ich irgendwie ängstlicher geworden. Es ist schön zu wissen, dass du in der Nähe bist, falls was ist. Das bin ich aber auch, wenn ich in der alten Wohnung bin.
Also machen wir Nägel mit Köpfen? Ja. Entschuldige mich. Nora, warte mal kurz. Nora, kann ich dich kurz sprechen? Unterschreibst du gerade den Kaufvertrag für euer neues Haus? Nora, du weißt, dass ich das Haus nur kaufe, damit Madeleine und das Kind ein ordentliches Zuhause haben. Ich werde da nur Gast sein. Dann solltest du die Hauseigentümerin ins Spiel nicht warten lassen. Gehen wir nachher noch was essen? Sieht schlecht aus. Ich habe ganz, ganz viel Arbeit. Wiedersehen. Tom! Thomas, ich wollte gleich zum Crossradtraining für das Anwaltsrennen. Hast du Lust mitzutrainieren? Suchst du jemanden, der langsamer ist als du, damit du dir schneller vorkommst? Ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Würde dir vielleicht auch ganz gut tun. Oh, ich laufe lieber. Hallo, Herr Jansen. Gut, dass ich Sie treffe. Herr Lüder, was kann ich für Sie tun? Theo hat seine Konzession wieder aktivieren lassen. Und wo genau muss ich jetzt hin, um Sie abzuholen? Theo konnte mir das nicht sagen. Theo will seine Wurstbude wieder aufmachen? An wen soll ich mich Ihrer Meinung nach wenden? Also normalerweise kümmert sich Herr Schneider darum. Aber sagen Sie mal, waren Sie schon bei der Polizei wegen dieser unschönen Maskengeschichte? Der Termin ist heute Abend. Den Sie hoffentlich mit anwaltlicher Unterstützung wahrnehmen. Der ehemalige Anwalt meines Vertrauens und ich ziehen in dieser Sache leider nicht an einem Strang. Aber trotzdem brauchen Sie Beratung. Oder wollen Sie sich selbst vertreten? Was ziemlich unklug wäre. Die erste Aussage bei der Polizei geht direkt an den zuständigen Richter und hat somit großes Gewicht. Ein Solo-Auftritt könnte deshalb ziemlich leicht nach hinten losgehen. Also mit Solo-Auftritten hatte ich zu Rainybirds Zeiten große Erfolge. Und ich weiß, dass ich in dieser Sache unschuldig bin. Also wo ist das Problem? Sie werden lesen einen ganz neuen Blick auf die Welt. Ja schön, dann können wir doch einfach einen Wochenendtrip machen, oder? Hm. Und wer war monatelang mit Lilly in New York? Das ist doch was ganz anderes. Wir haben doch nicht im Central Park kampiert. Und das wäre wahrscheinlich noch ungefährlicher gewesen. Mensch, wir hatten da ein geregeltes Leben, Lasse. Okay. Das wird es auf Bens Tour mit Sicherheit nicht sein. Aber es wird spannend. Und sie ist die ganze Zeit in der Obhut ihres Vaters. Und diese Obhut ist begrenzt. Die ganze Tour ist doch auch Neuland für Ben. Ich kenne fast alle Länder auf dieser Route. Ich bin dort immer wieder Touristen mit Kindern begegnet. Ach so, ja dann. Was rege ich mich auf? Gibt's ja noch Hoffnung für Lilly. Ben geht kein Risiko ein. Erst recht nicht, wenn seine Tochter dabei ist. Das ganze Unterfangen ist ein einziges Risiko. Okay, und dann lästerst du ab über diese Helikopterfraktion in der Kita. Das willst du jetzt nicht allen Ernstes vergleichen. Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihr Kind mit Schwimmflügeln ins Wasser geht. Oder ich, die ich mir Sorgen mache um Lilly, weil sie irgendwo in Mittelamerika rumschwirrt. Inzwischen glaube ich, es geht dir viel eher um die 3 Monate. Du willst dich einfach nicht so lange von deiner Tochter trennen. Natürlich will ich mich nicht so lange von ihr trennen, das ist doch ganz normal. Aber darum geht's doch hier überhaupt nicht. Deine Argumentation ist so bescheuert. Ich muss gleich zum Dienst, ich brauche Ruhe. Das Auto war eigentlich zum Schluss nur noch ein Wrack, sozusagen eine Werkstatt-Suchmaschine mit Autopilot. Zuletzt waren es die Bremsen. Wenn das mal nicht an Ihrem Fahrstil lag. Ja. Wir sind den ganzen Weg von Irland bis hierher mit kaputten Bremsen gefahren? Nein, natürlich nicht. Die waren schon wieder in Ordnung. Es war der Katalysator. Also, ich finde, Art of Wurst gehört nach Lüneburg. Und zwar auf den Stammplatz vor Biomettens, oder was meint ihr? Klar, und ich bin dabei. Und in puncto Auto und Großmarkt, da werde ich mit Erik. Ich habe schon 2 Jobs, ja? Also ich kann nicht noch eine Schicht übernehmen. Komm zum Essen. Ich hatte übrigens recht. Ich wusste, dass etwas faul ist an dieser Ehrenbürgerschaft von Podersdorf. Und zwar, meine Mutter und Ferdi wollten mich weichklopfen, um anschließend eine Städtepartnerschaft zwischen Lüneburg und Podersdorf einzufädeln. Aber was treibt denn deine Mutter und Herrn Hofleitner dazu? Naja, da fragst du was. Ich war so sauer auf meine Mutter, dass ich gar nicht mehr nachgehakt habe. Sie hat es also zugegeben? Als sie mit dem Rücken zur Wand stand? Ja. Kann es sein, dass dich etwas ganz anderes auf die Palme bringt? Was meinst du denn? Dass sie dich nämlich mit ihrer Methode fast eingewickelt hätte. Wasser? Ja, gern. Trotzdem wüsste ich gern, was
meine Mutter und Ferdi sich von dieser Partnerschaft versprechen. Ja, aber müssen solche Städte nicht immer irgendeinen gemeinsamen Nenner haben als Begründung für die Städtepartnerschaft? Ja, eben. Sei es Namensgleichheit, historische Parallelen, persönliche Beziehungen etc. Aber Podersdorf und Lüneburg können damit nicht dienen. Ja, allein schon die Einwohnerzahl geht diametral auseinander. Podersdorf hat 2000 Einwohner, Lüneburg fast 74.000. Also dieses Podersdorf ist wirklich ein Dorf. Ja, vor diesem Hintergrund würden mich die Beweggründe natürlich wahnsinnig interessieren. Du, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich bleib dran. Ben ist doch kein Idiot, der weiß, was er tut. Von Feuerland bis nach Alaska mit einer Fünfjährigen. Ja, bei guter Planung ist das kein Problem. Vielleicht für einen Erwachsenen. Gerade Kindern bietet das... Und dreh eine Runde. Das hat dir doch sonst auch immer geholfen. Wie schön, dass ich so eine kluge und erwachsene Tochter habe. So. Und vor einer Stunde will ich dich hier gar nicht erst sehen. Hallo. Hallo. Mensch, vielen Dank. Super. Bitte. Herr Lüder. Ja? Wir sollten uns mal unterhalten. Ihre beabsichtigte Aussage bei der Polizei kann Sie ganz schön in die Bredouille bringen. Also brauchen Sie einen Anwalt. Also privat herrscht zwischen uns Funkstille. Aber juristischen Beistand wollen Sie mir geben? Naja. Nein, danke. Können wir diesen leidigen Zwist nicht hier und jetzt begraben? Ja. Auf einmal. Als ich mich bei Ihnen entschuldigt habe, haben Sie mir die kalte Schulter gezeigt. Sie haben geglaubt, ich hätte Sie angezeigt. Egal. Ich kriege das auch alleine hin. Meine Strategie, sämtliche Tricks aus amerikanischen Gerichtsfilmen. Naja, der Einkaufszettel für Theo. Kleiner Trick. Spaßvogel, ne? Ja, ich habe nichts dagegen, wenn ich diesen ganzen Paragraphenkram wieder an Sie abgeben darf. Na, endlich. Also, Frieden. Frieden. Aber ich bin gespannt, ob ich es zeitlich schaffe. Besser wäre es schon, wenn ich Kaspars Brei immer selbst zubereiten könnte. Also, da kann ich dir nur einen Tipp geben. Keine rote Beete, die Flecke kriegst du nie wieder raus. Gell, Udo? Bitte? Entschuldige, Anna hat mir einen Link geschickt, den ich nicht öffnen kann. Könnte was wegen meiner Reise sein. Nee, hier im Wald kein Empfang. Ja, es soll Leute geben, die genau deswegen in den Wald gehen. Das ist doch Frau Franke, hallo. Hallo. Frau Franke, können wir helfen? Ich glaube, da kann nur noch der Pannendienst helfen. Aber blöderweise habe ich hier kein Handyempfang. Ja, manche Leute schätzen das ja sehr. Aber Moment mal, wir können doch den Pannendienst anrufen, wenn wir wieder empfangen. Ja, genau. Daran dachte ich jetzt auch. Sehr toll. Kein Problem, dann schlage ich den kürzeren Heimweg vor. Okay, bitte. Super. Tschüss, vielen Dank. Doch, gerne. Das kann ich doch auch selber reparieren. Hätten Sie Ihre Tochter im Kindergartenalter auf eine Reise durch Süd- und Mittelamerika geschickt? Oh, das ist ja mal ein Kulturprogramm ganz anderer Art. Die Panamerikaner. Seit Jahren Bens Traum, jetzt will er ihn verwirklichen. Möchte Lili gerne mitnehmen und ich soll dafür grünes Licht geben. Naja, ich finde das eigentlich eine schöne Idee. Ja? Ja, also es hängt immer von den Umständen ab. Ist Ihr Ex-Mann denn eher so ein Draufgänger-Typ? Also nicht, wenn es um Lili geht, da ist er sehr fürsorglich. Verstehe. Naja, und was das Reiseziel angeht, soweit ich mich erinnere, durchquert man ja bei der Panamerikaner etliche Länder. Mhm. Ja, und die sind vom Sicherheitsfaktor aus nicht alle in einen Topf zu werfen. Also zum Beispiel Peru, Chile, Argentinien. Och, da will ich mir gar keinen Kopf machen. Ja, das stimmt, da gibt's Unterschiede, klar. Ich habe mich früher immer gefragt, bin ich viel zu ängstlich, was er da angeht? Weil manchmal hatte ich das Gefühl, ich bin eine richtige Glucke. Naja, vielleicht lag das auch daran, dass ich alleinerziehend war. Ich hatte überhaupt niemanden, der mir da mal abgenommen hat. Und Urlaub,
Mehr als 3 Wochen waren da nicht drin. Wissen Sie was? Ich glaube, dass Kinder generell von Reisen profitieren. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich denke noch mal drüber nach. Ich danke Ihnen sehr. Na klar. Tschüss. Tschüss. Oh. Hallo. Hallo. Oh, Blatter. Gut, dass du da bist. Hast du einen Moment? Wir bräuchten mal deinen Rat. Ja, das stimmt nicht mit ihm. Jetzt ist er gerade ruhig, aber ansonsten schreit er und will nicht aufhören. Okay. Ich guck mir den Kleinen mal an. Danke. Danke. Ja. Grüßen Sie Theo lieb von mir. Mach ich. Wann haben Sie denn Ihren Termin bei der Polizei? Nachher. Und aufgeregt? Ah, das wird schon schief gehen. Bei mündlichen Prüfungen konnte ich immer ganz gut improvisieren. Bei diesem Polizeibesuch geht's aber nicht um gute Noten. Na, ich werde mir nachher noch ein paar Stichwörter aufschreiben. Aber jetzt muss ich erst mal Theo helfen. Vielleicht hilft Ihnen das ja bei Ihrer Selbstverteidigung. Jura für Nicht-Experten. Ja, habe ich mir mal besorgt, als ich wegen eines illegalen Downloads angezeigt wurde. Ja, vielleicht ziehe ich das einfach so durch, ohne mir vorher was zu drechseln. Hm? Was genau wollen Sie bei der Vernehmung denn sagen? Hohes Gericht, warum... Moment, da sitzen jetzt nur Polizisten. Das ist doch egal, es geht doch nur um eine grobe Verteidigungslinie, ja? Okay. Warum bin ich, Hannes Lüder, unschuldig? Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen war mir bis dato unbekannt. Moment, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das weiß ich seit dieser Download. Also könnte ich vielleicht 2 Gedanken am Stück. Nee. Da auch nicht? Na, Moment. Ja. Sag mal, kann ich hier auch ein paar auslegen? Ja, klar. Danke. Hey, Mama. Hallo. Na, konntest du dich auf deiner Spritztour erholen? Ja. Auch wenn mein Bus sich auf halber Strecke mal wieder eine Panne gegönnt hat. Ach, warum wundert mich das nicht? Aber es hat auch sein Gutes. Ein Stethoskop? Ist das etwa... Meins. Damit hatte ich meinen ersten Einsatz im Krankenhaus. Ich konnte endlich als Ärztin arbeiten. Ich war der glücklichste Mensch der Welt. Das kann ich mir in etwa vorstellen. Ist alles anders, oder? Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wieder alles anders wird. Ich will wieder in die Medizin. Ja. Kauf denn abgelegte Zimmermädchenuniformen. Eine Horde wildgewordener junger Frauen. Scheint ein Junggesellinnenabschied zu sein. Ja, in den Zimmermädchenuniformen des 3 Könige. Das kann doch nicht der Ernst von Frau da Silva sein. Habe ich in einer Pakettüte gefunden. Der ist nicht von mir, der muss von meiner Mutter sein. Johanna kifft. Unsinn. Was bin ich dir schuldig? 22,50. Und den Joint nimmst du deiner Mama ganz brav wieder mit. Ich will zurück in den medizinischen Bereich. Oh. Ich habe das mit Frau Hellebaum besprochen. Mhm. Und warum hast du mit mir nicht darüber gesprochen? So eine wichtige Entscheidung. Ich dachte, wir besprechen solche Sachen immer zusammen. Mhm. So wie du mit mir besprochen hast, du Madeleine ein Haus kaufen sollst. Was spricht dagegen? Es ist doch völlig klar, dass ich dann nicht mehr mit dem Motorrad unterwegs sein werde. Das wäre ja auch noch schöner. Ben hat schon ein Wohnmobil im Auge. Ein Wohnmobil? Ja, und damit schaukeln wir dann ganz entspannt von Süd nach Nordamerika. Entspannt, Ben? Sag mal, hörst du dir eigentlich zu? Du redest von der Panamericana und nicht von einem Wochenendtrip am Mittellandkanal. Ja und? Ihr passiert da Länder wie Honduras und El Salvador. Das ist hochgefährlich. Seine Idee ist gerade erst entstanden. Und deshalb bist du auf seiner Seite, oder ich was? Ich finde die Idee gut. Ja, und wenn du dich nicht so aufregen würdest, gäbe es die Möglichkeit, dass er dir in aller... Damit kann ich leider gerade nicht dienen. Ich rede mit ihr. Du hältst hier die Stellung. So. Guck. Ja, ich stelle mir gerade vor, wie das in Frau Jansen aussieht. Kannst du bitte, weil ich... Partnerschaft so wichtig.
Das Förderprogramm Europa für Bürgerinnen und Bürger, das sagt dir doch was. Stärkung der Unionsbürgerschaft auf transnationaler Ebene, aktuelle Laufzeit 2014 bis 2020. Ja, wunderbar. Stimmt. Guck mal, Ferdi hat doch die Wahl zum Bürgermeister nur gewonnen, weil er Gelder aus der Förderung für eine Städtepartnerschaft in Aussicht gestellt hat. Ah, ist aber mutig. Ja, das haben wir inzwischen auch bemerkt. Und so bin ich auf Lüneburg gekommen. Und dein Sohn soll jetzt der Türöffner sein. Thomas, wäre das so schlimm? Hm? Mama, selbst wenn Pudersdorf als Partner zur Verfügung stehen würde, es geht, dies tut mir leid. Warum denn nicht? Weil wir schon mit Sundsvall im Gespräch sind. Eine Hafenstadt an der Ostküste Schwedens. Abgesehen davon haben die auch eine Universität, genauso wie Lüneburg. Also dann sucht Lüneburg generell Städtepartnerschaften. Sofern sie zum Profil passen und beide Partner voneinander profitieren können, was bei Pudersdorf absolut nicht der Fall ist. Dabei ist Pudersdorf so zauberhaft. Ich würde dir und Ferdi wirklich gerne helfen, aber nicht auf Kosten der Steuerzahler. Hallo, Frau Franke. Hi. Alles in Ordnung? Ja, klar. Ich bin ja als Patientin hier. Ach so. Gleich wird verkündet, wer gewonnen hat. Gewonnen? Die Ausschreibung. Das Kulturprogramm für das onkologische Zentrum. Das Kulturprogramm, richtig. Ein Konzept will den Brückenschlag zwischen alt und jung, zwischen drinnen und draußen. Kunst als Vehikel für sämtliche Lebenslagen. Das klingt aber spannend, da drücke ich Ihnen die Daumen. Sie sind bestimmt schon ganz aufgeregt. Ja, eigentlich nicht. Och, ist ja was los heute, hm? Das geht sogar noch. Sie hätten mal gestern um die Zeit hier sein müssen. Ja, aber Land unter. Entschuldigung, jetzt muss ich wirklich. Na klar. Wer hat den Drainageschnitt gemacht? Ich gab keine Alternative. Sie hat eine akute Dyspnoe, wer beinahe erstickt. Sonstige Verletzungen? Stumpfes Thoraxtrauma vom Aufprall auf die Ladentheke. Sie haben Frau Liskam das Leben gerettet. Woher können Sie das, was Sie gemacht haben? Ist das Radio oder macht unser Gärtnereinachwuchs immer so einen Aufstand? Kaspar ist eigentlich ein ganz ruhiger. Mm. Aber in den letzten Tagen macht er auf Sirene. Ja, kräftige Stübchen. Mhm. Bingo. Ah. Hab ihn. Danke, unsere gute Erika konnte sich partout nicht erinnern, wo sie ihren Auto... Unschuldig. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen war mir bis dato unbekannt. Moment, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das weiß ich seit dieser Download. Also könnte ich vielleicht zwei Gedanken am Stück ausführen? Entschuldigung. Ebenholz. Schlangenhaut von bereits toten Tieren. Eine gute Absicht. Vielleicht noch ein paar Worte über Ruanda und dem Projekt Schilfrohrkläranlage. Der Verkauf jeder einzelnen Maske diente dazu, eine ökologisch nachhaltige Wasseraufbereitung zu finanzieren. So, in etwa wird es laufen. So. Und die Rechnung für die Schürzen geht an Lichtenhagen Junior. Wiedersehen. Tschüss. Können Sie Ihren Streit nicht beilegen und das ganze Missverständnis bei der Polizei aufklären, bitte? Dieses Missverständnis ist ein Verstoß gegen das Artenschutzübereinkommen und kann Ihnen bis zu 50.000 Euro Geldstrafe oder 1 bis 2 Jahre Haft einbringen. Autsch. Ja. Sagen Sie, will er sich so verteidigen? Ich befürchte ja. Oh Gott. Bügeln? Ja, bitte. Mein Bügeleisen ist kaputt. Hey, kleiner Mann, das hast du ganz toll gemacht. Und, wie sieht's aus? Es ist alles in Ordnung. Wie bitte? Und seine Schreiattacken in den letzten Tagen? Euer Sohn hat Appetit. Nein, das kann nicht sein. Vor nicht mal einer Stunde hat er sein letztes Fläschchen bekommen. Ja, ich rede nicht von der Nahrungsmenge, sondern von der Konsistenz. Ach, du glaubst, Kaspar braucht schon Brei? Die ersten 4 Monate reift der Darm, aber danach kann man durchaus mit fester Nahrung beginnen.
Oh, Jesus. Das wollte euch die ganze Zeit sagen. Hätten wir selber drauf kommen können. Ja, allerdings. Ne? Hey, kleiner Mann, bekommst du heute deinen ersten Brei. Und zwar vom Feinsten. Ich habe für Lilly am Anfang immer Karotte und Kartoffel gemacht. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Berger. Gerne. Ja, da bin ich gespannt auf die erste Raubtierfütterung. Ja, und ich mache mich gleich auf den Weg. Brei kaufen. Wie bitte? Den mache ich ja wohl selbst. Was denkst du denn? Ach so, ich habe übrigens von euren konkreten Hausbauplänen gehört. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ist eine Entscheidung, die ich hoffentlich nie bereuen werde. Ach, mach dir keine Sorgen. Wenn du weiter auf dem Modell Öko-Baumhaus bestehst, dann wird's auch bei Plänen bleiben. Ach so, und deine quadratisch pflegeleichte Würfelphilosophie ist überzeugender? Ja. So konkret sind die Pläne wohl doch noch nicht. Tschüss. Okay, ich erzähle dir was zum Thema Kubus, ja? Wir. Und das ist Tayo? Ja. Der dich heute Morgen im Hamburger Hafen angesprochen hat? Genau. Damals noch eine kleine Rotznase. Besprechen? Unterschreibst du gerade den Kaufvertrag für euer neues Haus? Nora, du weißt, dass ich das Haus nur kaufe, damit Madeleine und das Kind ein ordentliches Zuhause haben. Ich werde da nur Gast sein. Dann solltest du die Hauseigentümerin ins Spiel nicht warten lassen. Gehen wir nachher noch was essen? Sieht schlecht aus. Ich habe ganz, ganz viel Arbeit. Wiedersehen. Tom! Thomas, ich wollte gleich zum Crossradtraining für das Anwaltsrennen. Hast du Lust mitzutrainieren? Suchst du jemanden, der langsamer ist als du, damit du dir schneller vorkommst? Ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Würde dir vielleicht auch ganz gut tun. Oh, ich laufe lieber. Hallo, Herr Jansen. Gut, dass ich Sie treffe. Herr Lüder, was kann ich für Sie tun? Theo hat seine Konzession wieder aktivieren lassen. Und wo genau muss ich jetzt hin, um sie abzuholen? Theo konnte mir das nicht sagen. Theo will seine Wurstbude wieder aufmachen? An wen soll ich mich Ihrer Meinung nach wenden? Also normalerweise kümmert sich Herr Schneider darum. Aber sagen Sie mal, waren Sie schon bei der Polizei wegen dieser unschönen Maskengeschichte? Der Termin ist heute Abend. Den Sie hoffentlich mit anwaltlicher Unterstützung wahrnehmen. Der ehemalige Anwalt meines Vertrauens und ich ziehen in dieser Sache leider nicht an einem Strang. Aber trotzdem brauchen Sie Beratung. Oder wollen Sie sich selbst vertreten? Was ziemlich unklug wäre. Die erste Aussage bei der Polizei geht direkt an den zuständigen Richter und hat somit großes Gewicht. Ein Solo-Auftritt könnte deshalb ziemlich leicht nach hinten losgehen. Also mit Solo-Auftritten hatte ich zu Rainybirds Zeiten große Erfolge. Und ich weiß, dass ich in dieser Sache unschuldig bin. Also wo ist das Problem? Sie werden lesen einen ganz neuen Blick auf die Welt. Ja schön, dann können wir doch einfach einen Wochenendtrip machen, oder? Hm. Und wer war monatelang mit Lilly in New York? Das ist doch was ganz anderes. Wir haben doch nicht im Central Park kampiert. Und das wäre wahrscheinlich noch ungefährlicher gewesen. Mensch, wir hatten da ein geregeltes Leben, Lasse. Okay. Das wird es auf Bens Tour mit Sicherheit nicht sein. Aber es wird spannend. Und sie ist die ganze Zeit in der Obhut ihres Vaters. Und diese Obhut ist begrenzt. Die ganze Tour ist doch auch Neuland für Ben. Ich kenne fast alle Länder auf dieser Route. Ich bin dort immer wieder Touristen mit Kindern begegnet. Ach so, ja dann. Was rege ich mich auf? Gibt's ja noch Hoffnung für Lilly. Ben geht kein Risiko ein. Erst recht nicht, wenn seine Tochter dabei ist. Das ganze Unterfangen ist ein einziges Risiko. Okay, und dann lästerst du ab über diese Helikopterfraktion in der Kita. Das willst du jetzt nicht allen Ernstes vergleichen. Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihr Kind mit Schwimmflügeln ins Wasser geht. Oder ich, die ich mir Sorgen mache um Lilly, weil sie irgendwo in Mittelamerika... Wiedersehen. Ah, Tom! Thomas, ich wollte gleich zum Crossradtraining für das Anwaltsrennen. Hast du Lust mitzutrainieren? Suchst du jemanden, der langsamer ist als du, damit du dir schneller vorkommst? Ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Würde dir vielleicht auch ganz gut tun. Oh, ich laufe lieber. Hallo, Herr Jansen. Gut, dass ich Sie treffe. Herr Lüder, was kann ich für Sie tun? Theo hat seine Konzession wieder aktivieren lassen. Und wo genau muss ich jetzt hin, um sie abzuholen? Theo konnte mir das nicht sagen. Theo will seine Wurstbude wieder aufmachen? An wen soll ich mich Ihrer Meinung nach wenden? Also normalerweise kümmert sich Herr Schneider darum. Aber sagen Sie mal, waren Sie schon bei der Polizei wegen dieser unschönen Maskengeschichte? Der Termin ist heute Abend. Den Sie hoffentlich mit anwaltlicher Unterstützung wahrnehmen.
Der ehemalige Anwalt meines Vertrauens und ich ziehen in dieser Sache leider nicht an einem Strang. Aber trotzdem brauchen Sie Beratung. Oder wollen Sie sich selbst vertreten? Was ziemlich unklug wäre. Die erste Aussage bei der Polizei geht direkt an den zuständigen Richter und hat somit großes Gewicht. Ein Solo-Auftritt könnte deshalb ziemlich leicht nach hinten losgehen. Also mit Solo-Auftritten hatte ich zu Rainybirds Zeiten große Erfolge. Und ich weiß, dass ich in dieser Sache unschuldig bin. Also wo ist das Problem? Sie werden sich eine blutige Nase holen. Da kennen Sie mich und meine Nase schlecht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber es ist auch schön, wieder zu Hause zu sein. Was schätzt du? Wie viele Stunden haben wir als Kleinfamilie außerhalb Lüneburgs verbracht? Oh. Hat jemand gerufen? Wir sind wieder da. Jetzt weiß ich immer noch nicht, warum ihr schon wieder zurück seid. Naja, Kasper scheint eine Reisemuffel zu sein. Hinter Parchen war endgültig Schluss. Er hat uns die Ohren vollgeheult, das glaubst du nicht. Was machst du denn für Sachen, kleiner Mann? Ach, du schuldest mir übrigens noch eine Antwort. Wegen der Kosten für unseren Hausbau. Ich bestehe auf 50-50. Warum? Durch den Wohnungsverkauf stehen mir 600.000 Euro zur Verfügung. Warum nehmen wir die nicht? Bis das Haus fertig ist, ist dein Bausparvertrag längst fällig. Haha. Ich finde es eben besser, wenn die Hälfte des Hauses mir gehört und nicht alles dir allein. Ja, die Geschäftsfrau. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum ihr so schnell zurück seid. Weil Kasper nicht mehr aufgehört hat zu schreien. Da waren uns die Events plötzlich egal. Wir wollten nur noch nach Hause. Ich weiß nicht, was er hatte. Ich habe ihn unterwegs zweimal gewickelt und gefüttert. Vielleicht wieder Koliken? Nein, das glaube ich nicht. Diese Phase ist vorbei. Es muss irgendetwas anderes sein. Aber was denn, Inge? Das ist ja nicht erst seit gestern so. Ich mit ihm. Jetzt ist er gerade ruhig, aber ansonsten schreit er und will nicht aufhören. Okay. Ich guck mir den Kleinen mal an. Danke. Danke. Ja. Grüßen Sie Theo lieb von mir. Mach ich. Wann haben Sie denn Ihren Termin bei der Polizei? Nachher. Und aufgeregt? Ah, das wird schon schief gehen. Bei mündlichen Prüfungen konnte ich immer ganz gut improvisieren. Bei diesem Polizeibesuch geht's aber nicht um gute Noten. Na, ich werde mir nachher noch ein paar Stichwörter aufschreiben. Aber jetzt muss ich erst Matteo helfen. Vielleicht hilft Ihnen das ja bei Ihrer Selbstverteidigung. Jura für Nicht-Experten. Ja, habe ich mir mal besorgt, als ich wegen eines illegalen Downloads angezeigt wurde. Vielleicht ziehe ich das einfach so durch, ohne mir vorher was zu drechseln. Was genau wollen Sie bei der Vernehmung denn sagen? Hohes Gericht! Warum? Moment, da sitzen jetzt nur Polizisten. Das ist doch egal. Es geht doch nur um eine grobe Verteidigungslinie, ja? Okay. Warum bin ich, Hannes Lüder, unschuldig? Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen war mir bis dato unbekannt. Moment, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das weiß ich seit dieser Download. Also könnte ich vielleicht zwei Gedanken am Stück ausführen? Entschuldigung. Ebenholz. Schlangenhaut von bereits toten Tieren. Eine gute Absicht. Vielleicht noch ein paar Worte über Ruanda und dem Projekt Schilfrohrkläranlage. Der Verkauf jeder einzelnen Maske diente dazu, eine ökologisch nachhaltige Wasseraufbereitung zu finanzieren. So, in etwa wird es laufen. So. Und die Rechnung für die Schürzen geht an Lichtenhagen Junior. Wiedersehen. Tschüss. Können Sie Ihren Streit nicht beilegen und das ganze Missverständnis bei der Polizei aufklären, bitte? Dieses Missverständnis ist ein Verstoß gegen das Artenschutzübereinkommen und kann ihm bis zu 50.000 Euro Geldstrafe oder 1 bis 2 Jahre Haft einbringen. Autsch. Ja. Sagen Sie, will er sich so verteidigen? Ich befürchte ja. Oh Gott. Bügeln? Ja, bitte. Mein Bügeleisen ist kaputt. Hey, kleiner Mann, das hast du ganz toll gemacht. Und, wie sieht's aus? Es ist alles in Ordnung. Wie bitte? Und seine Schreiattacken in den letzten Tagen?
Euer Sohn hat Appetit. Der Schlüssel deponiert hat. Haben Sie sich eigentlich schon wieder mit Herrn Lichtenhagen versöhnt? Also, ich habe einen Fehler begangen und habe mich entschuldigt, aber das ist ihm offenbar nicht genug. Aber kleiner kann und werde ich mich nicht machen. Aber ich dachte, Sie zwei sind Freunde. Auch da gibt es eine Schmerzgrenze. Und was ist mit Ihrer Aussage bei der Polizei? Was soll damit sein? Meinen Sie denn nicht, dass Herr Lichtenhagen Ihnen eventuell behilflich sein könnte? Ach, fangen Sie es auch damit an. Herr Jansen wollte mich schon bequatschen. Sowas hat man früher ohne Anwalt gemacht. Danke für den Schlüssel. Frau Jansen. Hallo. Hallo. Sagen Sie, sind das Sorgen oder Denkfalten? Sowohl als auch. So schlimm. Mein eigener Sohn will Ferdi und mir nicht helfen. Da hilft natürlich nur Frustshopping. Na ja, manchmal schon. Sagen Sie, was halten Sie davon, wenn wir beide einfach jetzt den Joint... Haben Sie den dabei? Na ja, natürlich. Hier, besser Sie bewahren ihn auf für später. Gut, okay, ich muss nur noch kurz die Eröffnung meiner Wurstbude organisieren, aber dann komme ich vorbei und... Wir trinken eine schöne Tasse Tee und Sie melden sich, sobald Sie so weit sind, stecken Sie ihn weg. Da ist Thomas, nicht, dass er ihn sieht. Ja. Ich glaube, du hast geahnt, dass ich hier bin. Ja. Ja, ich bin leider weg. Man sieht sich. Bis dann. Ciao. Mama, ich finde es nicht gut, dass wir uns streiten, wo wir uns so selten sehen. Das finde ich auch. Weißt du, die Podersdorfer sind mir so ans Herz gewachsen. Und sie hätten diese EU-Fördergelder wirklich verdient. Mama, ich würde Ferdi und dir... diesem Gefallen gerne tun, ja. Aber in diesem Fall, mit dieser Städtepartnerschaft, da sind mir die Hände gebunden. Verstehe. Kann ich etwas anderes für euch tun, das Ferdi und dir wirklich eine Freude macht? Ich habe hier einen gebrauchten Laptop für die Familie Adavi. Würdest du ihn mir bitte zur Post bringen? Weißt du die, von denen ich dir erzählt habe? Ja, eure Syrer aus Damaskus. Ja, die wohnen ja jetzt bei uns in Podersdorf. Ich werde dir sehr verbunden. Hm? Die ganze Tour ist doch auch Neuland für Ben. Ich kenne fast alle Länder auf dieser Route. Ich bin dort immer wieder Touristen mit Kindern begegnet. Ach so, ja dann. Was rege ich mich auf? Gibt's ja noch Hoffnung für Lilly. Ben geht kein Risiko ein. Erst recht nicht, wenn seine Tochter dabei ist. Das ganze Unterfangen ist ein einziges Risiko. Okay, und dann lästerst du ab über diese Helikopterfraktion in der Kita. Das willst du jetzt nicht allen Ernstes vergleichen. Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihr Kind mit Schwimmflügeln ins Wasser geht. Oder ich, die ich mir Sorgen mache um Lilly, weil sie irgendwo in Mittelamerika rumschwirrt. Inzwischen glaube ich, es geht dir viel eher um die 3 Monate. Du willst sie einfach nicht so lange von deiner Tochter trennen. Natürlich will ich mich nicht so lange von ihr trennen, das ist doch ganz normal. Aber darum geht's doch hier überhaupt nicht. Deine Argumentation ist so bescheuert. Ich muss gleich zum Dienst, ich brauche Ruhe. Das Auto war eigentlich zum Schluss nur noch ein Wrack, sozusagen eine Werkstatt-Suchmaschine mit Autopilot. Zuletzt waren es die Bremsen. Wenn das mal nicht an Ihrem Fahrstil lag. Hm. Wir sind den ganzen Weg von Irland bis hierher mit kaputten Bremsen gefahren? Nein, natürlich nicht. Die waren schon wieder in Ordnung. Es war der Katalysator. Also, ich finde, Art of Wurst gehört nach Lüneburg. Und zwar auf den Stammplatz vor Biomedtons, oder was meint ihr? Klar, und ich bin dabei. Und in puncto Auto und Großmarkt, da werde ich mit Erika reden. Ich rufe sie auf La Gomera an. Tja, du siehst, deine alte Curry-Mayo-Connection steht hinter dir wie ein Mann und ich übernehme die erste Schicht. Ist notiert. Ich dachte, du musst diese Projektarbeit für die Berufsschule machen. Ja, Flexibilität und scharfes Timing sind das Schlüsselwort. Theo, also wenn ich nicht so viel... Ist okay, du hast 2 Jobs. Alles ich gut. Auch. Gärtnerei und Berufsschule. Aber wenn ich Zeit habe, dann helfe ich gern. Na dann, let's go Art of Wurst! Yeah!
Also mit diesem Vorvertrag bekommt die Sache jetzt Hand und Fuß. Wenn man will, kann man noch das eine oder andere verändern. Was ist denn das hier für eine Linie? Das war ursprünglich die Einliegerwohnung, die ich geplant hatte. Ursprünglich? Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ich bleibe doch in meiner alten Wohnung. Na klar, wie du meinst. Ich weiß das sehr zu schätzen. Die Idee, das Haus doch zu kaufen. Weißt du, seit der Schwangerschaft und vor allem seit dem Überfall bin ich irgendwie ängstlicher geworden. Es ist schön zu wissen, dass du in der Nähe bist, falls was ist. Das bin ich aber auch, wenn ich in der alten Wohnung bin. Also machen wir Nägel mit Köpfen? Ja. Entschuldige mich. Nora, warte mal kurz. Nora, kann ich dich kurz sprechen? Unterschreibst du gerade den Kaufvertrag für euer neues Haus? Nora, du weißt, dass ich das Haus nur kaufe, damit Madeleine und das Kind ein ordentliches Zuhause haben. Ich werde da nur Gast sein. Wiedersehen. Tom! Thomas, ich wollte gleich zum Crossradtraining für das Anwaltsrennen. Hast du Lust mitzutrainieren? Suchst du jemanden, der langsamer ist als du, damit du dir schneller vorkommst? Ich mache mir nur Sorgen um deine Gesundheit. Würde dir vielleicht auch ganz gut tun. Ich laufe lieber. Hallo, Herr Jansen. Gut, dass ich Sie treffe. Herr Lüder, was kann ich für Sie tun? Theo hat seine Konzession wieder aktivieren lassen. Und wo genau muss ich jetzt hin, um sie abzuholen? Theo konnte mir das nicht sagen. Theo will seine Wurstbude wieder aufmachen? An wen soll ich mich Ihrer Meinung nach wenden? Also normalerweise kümmert sich Herr Schneider darum. Aber sagen Sie mal, waren Sie schon bei der Polizei wegen dieser unschönen Maskengeschichte? Der Termin ist heute Abend. Den Sie hoffentlich mit anwaltlicher Unterstützung wahrnehmen. Der ehemalige Anwalt meines Vertrauens und ich ziehen in dieser Sache leider nicht an einem Strang. Aber trotzdem brauchen Sie Beratung. Oder wollen Sie sich selbst vertreten? Was ziemlich unklug wäre. Die Erstaussage bei der Polizei geht direkt an den zuständigen Richter und hat somit großes Gewicht. Ein Solo-Auftritt könnte deshalb ziemlich leicht nach hinten losgehen. Also mit Solo-Auftritten hatte ich zu Rainybirds Zeiten große Erfolge. Und ich weiß, dass ich in dieser Sache unschuldig bin. Also wo ist das Problem? Sie werden lesen einen ganz neuen Blick auf die Welt. Ja schön, dann können wir doch einfach einen Wochenendtrip machen, oder? Und wer war monatelang mit Lilly in New York? Das ist doch was ganz anderes. Wir haben doch nicht im Central Park kampiert. Und das wäre wahrscheinlich noch ungefährlicher gewesen. Mensch, wir hatten da ein geregeltes Leben, Lasse. Okay. Das wird es auf Bens Tour mit Sicherheit nicht sein. Aber es wird spannend. Und sie ist die ganze Zeit in der Obhut ihres Vaters. Und diese Obhut ist begrenzt. Die ganze Tour ist doch auch Neuland für Ben. Ich kenne fast alle Länder auf dieser Route. Ich bin dort immer wieder Touristen mit Kindern begegnet. Ach so, ja dann. Was rege ich mich auf? Gibt's ja noch Hoffnung für Lilly. Ben geht kein Risiko ein. Erst recht nicht, wenn seine Tochter dabei ist. Das ganze Unterfangen ist ein einziges Risiko. Okay, und dann lästerst du ab über diese Helikopterfraktion in der Kita. Das willst du jetzt nicht allen Ernstes vergleichen. Eltern, die sich Sorgen machen, wenn ihr Kind mit Schwimmflügeln ins Wasser geht. Oder ich, die ich mir Sorgen mache um Lilly, weil sie irgendwo in Mittelamerika rumschwirrt. Inzwischen glaube ich, es geht dir viel eher um die 3 Monate. Du willst dich einfach nicht so lange von deiner Tochter trennen. Natürlich will ich mich nicht so lange von ihr trennen, das ist doch ganz normal. Aber darum geht's doch hier überhaupt nicht. Deine Argumentation ist so bescheuert. Ich muss gleich zum Dienst, ich brauche Ruhe. Das Auto war eigentlich zum Schluss nur noch ein Wrack, sozusagen eine Werkstatt-Suchmaschine mit Autopilot. Zuletzt waren es die Bremsen. Wenn das mal nicht an Ihrem Fahrstil lag. Ja. Wir sind den ganzen Weg von Irland bis hierher mit kaputten Bremsen gefahren? Nein, natürlich nicht. Die waren schon wieder in Ordnung. Es war der Katalysator. Also, das akzeptieren die doch nicht. Das Problem gehen wir als nächstes an. Oh, hallo. Hallo. Ist das ein Pausendrink im Rahmen der Vorbereitung für das Lüneburger Frühlingsfest? Ja, ganz genau. Deswegen muss ich jetzt auch gleich wieder zurück an meinen Schreibtisch, Herr Jansen. Ich melde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen, ja? Ich bin schon sehr gespannt. Was wird das? Das Paket muss umgehend nach Podersdorf befördert werden. Thomas, seit wann ist mein Kiosk keine Paketstation mehr? Ach so, ja. Jetzt, wo du es sagst. Gut, muss ich eben selbst zur Post. Ich mach das schon. Ich muss sowieso Briefmarken kaufen. Bist ein wahrer Freund.
Ist auch eher ein Botengang für meine Mutter. Ich will bei ihr ein bisschen punkten. Deine Mutter ist ein Phänomen. Ich kenne niemanden, der cleverer delegiert als sie. Ja, und es obendrein noch als großzügige Geste verkauft. Stimmt. Mich hat sie auch versucht zu überreden, alte Kleider von ihr zu fotografieren. Ich habe keine Ahnung, wofür sie die Aufnahmen braucht. Ja, da bist du nicht der Einzige. Ich kann mich drauf verlassen? Ich will doch keinen Ärger mit deiner Mutter. Danke. Thomas? Vorschlag. Ach, du kommst mit auf die Panamericana. Nein, aber du kannst dich bei dem Fundus meiner Patagonienreise bedienen, die ich ja nie gemacht habe. Es spart Geld. Leih dir einfach aus, was du brauchen kannst, okay? Ja, danke. Komm ich gerne drauf zurück. Britta hat mir vorhin geschrieben, dass sie noch mal bei mir vorbeikommen will. Ja, siehst du? Vielleicht bewegt sich was und du kannst Lilly doch mitnehmen. Sehe ich nicht. In dem Punkt ist sie so flexibel wie ein Sack Zement. Naja, so oder so, ich werde mich trotzdem weiter auf die Reise vorbereiten. Also, ich muss los. Ja. Ciao. Tschüss. Herr Burgstedt, wohnen Sie jetzt wieder hier im Hotel? Ja. Nora und ich, wir haben uns eine Beziehungsauszeit verordnet. Die ganze Situation um Madeleines Schwangerschaft, das wurde ihr ein bisschen zu viel. Das überrascht mich nicht. Ja, ja, ich weiß, Sie hatten das prophezeit. Und jetzt bin ich natürlich genau da, wo ich eigentlich nicht sein wollte, zwischen zwei Frauen, obwohl ich mich eigentlich rückhaltlos für Nora entschieden habe. Und gleichzeitig wollen Sie Ihrer Vaterrolle gerecht werden. Ich will mich ja nicht wiederholen, aber das habe ich mir... Roman Recherche? Oder schmökerst du heimlich während deiner Arbeitszeit? Ich krieg heute irgendwie nicht den Dreh fürs Kulturprogramm. Wegen Arthur und Madeleine. Ist auch Lasses Diagnose. Aber es liegt nicht nur an den beiden, oder? Du hast bei deiner Arbeit Riesenerfolg. Wieso freust du dich nicht darüber? Wenn ich das wüsste. Es langweilt mich fast ein bisschen. Ich dachte, Kunst und Literatur ist dir sehr wichtig. Ja, ja, ja. Hat mir auch immer Spaß gemacht, aber jetzt... Ich habe das Gefühl, dass mein Leben wieder mal aus den Fugen gerät. Und genau wie damals habe ich das Gefühl, dass ich mein Glück mit Arthur nicht festhalten kann. Vielleicht musst du einfach mal durchatmen, auf andere Gedanken kommen. Komm, schnapp dir deinen Bus und dreh eine Runde. Das hat dir doch sonst auch immer geholfen. Wie schön, dass ich so eine kluge und erwachsene Tochter habe. So. Ah. Und vor einer Stunde will ich dich hier gar nicht erst sehen. Hallo. Hallo. Und vielen Dank. Super. Bitte. Herr Lüder. Ja? Wir sollten uns mal unterhalten. Ihre beabsichtigte Aussage bei der Polizei kann Sie ganz schön in die Bredouille bringen. Also brauchen Sie einen Anwalt. Also privat herrscht zwischen uns Funkstille. Aber juristischen Beistand wollen Sie mir geben? Naja. Nein, danke. Können wir diesen leidigen Zwist nicht hier und jetzt begraben? Ja. Auf einmal. Als ich mich bei Ihnen entschuldigt habe, haben Sie mir die kalte Schulter gezeigt. Sie haben geglaubt, ich hätte Sie angezeigt. Egal. Ich kriege das auch alleine hin. Meine Strategie, sämtliche Tricks aus amerikanischen Gerichtsfilmen. Naja. Der Einkaufszettel für Theo. Kleiner Trick. Spaßvogel, ne? Ja, ich habe nichts dagegen, wenn ich diesen ganzen Paragraphenkram wieder an Sie abgeben darf. Na, endlich. Also, Frieden. Frieden. Aber ich bin gespannt, ob ich es zeitlich schaffe.
Besser wäre es schon, wenn ich Kaspers Brei immer selbst zubereiten könnte. Also da kann ich dir nur einen Tipp geben, keine rote Beete.